Schloss Gottlieben, 1251 von einem Konstanzer Bischof erbaut. Ein Papst und ein Reformator waren hier eingekerkert. Napoleon III., Kaiser von Frankreich, besaß es kurzzeitig. Und ab 1950 sie, Lisa della Casa. In den 50er und 60er Jahren eine der gefragtesten Stimmen der Opernwelt. Entdeckt von Richard Strauss persönlich. Ich hörte so, wie er zu anderen Leuten sagte: Die kleine della Casa, die schafft mir mal eine Arabella. 1919 in Burgdorf bei Bern geboren, danach auf allen großen Bühnen der Welt zu Hause, in Wien, New York, München, Salzburg. Ein Star. Es ist ganz einfach, sie anzusagen, ich brauche nur ihren Namen zu sagen, dann sagen sie A und dann freuen sie sich an dieser herrlichen Stimme, Lisa della Casa. Sie galt als so schön und talentiert wie Liz Taylor. Bitte, Herr Freund. Als 19-Jährige hatte sie ein kurzes Gastspiel als Schauspielerin im Schweizer Heimatfilm Füsilier Wipf. Ihre große Leidenschaft blieb das Singen. Wichtiger aber als jeder Weltruhm, ihre Familie. Ihr Ehemann Dragan Debeljevic und die gemeinsame Tochter Vesna, beide praktisch immer an ihrer Seite. Und Familie war immer zuerst. Vor meinem Beruf. Ich glaube, gerade deshalb bin ich so weit gekommen. Weil ich meine Familie im Hintergrund hatte und zu der ich gestanden bin. Und die sind zu mir gestanden. Und dadurch hatte ich viele Kräfte, die andere sonst gar nie bekamen. Als ihre Tochter Vesna 1974 nach einer Hirnoperation halbseitig gelähmt ist, hängt Lisa della Casa ihre Karriere an den Nagel, besucht nie mehr eine Oper, zieht sich komplett zurück auf Schloss Gottlieben. Seit dem Tod von Lisa della Casa und ihrem Ehemann lebt die heute 64-jährige Vesna Debeljevic im Schloss. Über ihren Gesundheitszustand und auch den Zustand des Schlosses ist wenig bekannt. Schriftlich wird mitgeteilt, Frau Debeljevic wolle ihre Privatsphäre schützen.